Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle G-Sanlan Eventwoche gehen. Und zwar ist das die Eventwoche vom 15. Februar bis zum 21. Februar. Ich würde sagen, ich rede auch gar nicht lange drum rum. Wenn ihr wirklich nichts rund um die neue Eventwoche verpassen wollt, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei. So, als erstes haben wir ein neues Fahrzeug in G-Sanlan und zwar den Gallivator Baller STD. Das ist eigentlich echt ein ganz cooler SUV, auch wenn es echt schon viele von diesen Baller SUVs in GTA Online gibt. Aber bei dem ist ganz cool, dass wir da die Ermin-Techware anbringen können. Und zwar können wir das ja in dieser Agenturwerkstatt. Und diese Ermin-Tech ist eigentlich ganz gut. Da haben wir ja einmal diese Lenkraketen Abwehrsystem und dann halt die Fernsteuereinheit, dass wir den Wagen halt fernsteuern können und halt noch diese Panzerung. So, das ist jetzt das neue Drip-Feed-Auto, was wir in GTA Online ab heute zum Kauf verfügbar haben. Und zu dem Wagen werde ich auch nochmal ein extra Video machen, wo ich den dann einmal tune und teste. So, und jetzt wurde auch schon auf dem Rockstar Newswear das nächste Auto für nächste Woche angekündigt. Und zwar ist das irgendwie für die Dragster-Rennfahrer der neue Douglas Empire SZ. Das ist sozusagen eine Limousine und der soll, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, auf dem Rockstar Newswear nächste Woche schon rauskommen. Also schaut da auch mal dann vorbei. Mal sehen, was das für ein Wagen ist. Aber ab heute haben wir halt den neuen SUV, den ich mir auch gleich in GTA Online holen werde. So, jetzt gehe ich auch direkt über zu den Verdienstmöglichkeiten. Diese Woche haben wir doppelt GTA Dollar und RP auf die First Dosis und Last Dosis Mission von dem Dogworth Update. Die sind eigentlich ganz cool und witzig. Also wenn ihr die noch nicht so gezockt habt, oder bestimmt haben die alle schon gezockt, aber auf jeden Fall gibt es da diese Woche doppelt GTA Dollar und RP. Und allgemein fand ich das Los Santos Dogworth DLC eigentlich echt ganz cool. So, jetzt haben wir auch, wer jetzt schon ein LSG-Labor hat, der kann diese Woche auch echt gut Geld verdienen. Und zwar haben wir auf die LSD-Labor-Verkaufsmission auch nochmal doppelte Belohnungen. Und das LSD-Labor ist auch im Angebot. Also da gibt es auch diese Woche 30%. Da werde ich nochmal genauer bei den Rabatten eingehen. Auf jeden Fall ist das alles schon ganz cool. Jetzt haben wir noch auf die Decks Jobs. Wenn wir ihn anrufen, da können wir ja immer so Jobs starten. Und da haben wir diese Woche auch doppelt GTA Dollar und RP. Und jetzt können wir diese Woche sogar wieder 100.000 für die wöchentliche Herausforderung kriegen. Und zwar müssen wir dafür nur 3 Jobs für Decks machen. Und dann kriegen wir da halt wieder 100.000 geschenkt. So, jetzt gibt es sogar diese Woche noch 5-fach GTA Dollar. Und zwar auf die Taxifahrten. Ich denke, das ist jetzt nicht allzu spannend. Also da müsst ihr halt mit dem Taxi Passagiere abholen und die dann irgendwo hinfahren. Ist jetzt, denke ich, nicht so cool. Aber auf jeden Fall gibt es da 5-fach GTA Dollar. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das dann wirklich ist. Ich denke, es bringt doch schon ein bisschen Geld, aber wird halt für die Zeit irgendwann langweilig. So, jetzt haben wir auch noch doppelt GTA Dollar und RP auf den Powerplay-Modus. Was das ganz genau für Modus ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir da doppelte Verdienstmöglichkeiten. So, jetzt haben wir wieder neue Fahrzeuge im Luxus-Showroom und bei Simon-Showroom. Da blende ich euch immer wieder Bilder von den jeweiligen Fahrzeugen ein. So, dann kommen wir jetzt einmal zum aktuellen Podium-Fahrzeug, was ihr im Casino gewinnen könnt. Und zwar ist das der Alvin Wickham. Ist ein ganz cooles Muzzle Car. Ich glaube, das gab es mal zur Halloween-Event-Woche. Da konnte man sich den Wagen irgendwie holen. Also ist schon ein bisschen besonders, der Wagen. Und ich finde, ist eigentlich auch ganz cool. So Muzzle Car. Also ich werde das auf jeden Fall versuchen zu holen. So, dann haben wir im LSK mit da als Preisfahrzeug den Vamping Caracara 4x4, also diesen Geländewagen. Und den kriegen wir, indem wir Top 5 in der LSK mit Serie sind und das für 2 Tage. Also das ist echt relativ einfach. Ihr müsst einfach 2 Tage Platz 5 erreichen und dann erhaltet ihr den Geländewagen.
Zu dem Wagen habe ich auch schon ein Tuning-Video gemacht. Also schaut euch das ruhig mal an. So, jetzt kommen wir auch mal zu den Rabatten. Und zwar, wie gesagt, gibt es da einmal auf das LSD-Labor 30%. Also das lohnt sich echt schon. Und dann gibt es noch auch Verbesserungen und Anpassungen für das LSD-Labor. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Truck heißt. Dieser MTL Bürg 6x6 müsste das sein. Da gibt es halt 30% und auf die Verbesserungen und Anpassungen. Ich denke, das lohnt sich eigentlich schon ganz gut. So, dann gibt es jetzt auch noch weitere Fahrzeuge im Angebot. Und zwar auf den Anis 300R. Auf den gibt es auch nochmal 30% Rabatt. Dann auf den Overflate Anti MT. Auf den gibt es auch nochmal 30% Rabatt drauf. Dann auf den BF Raptor. Auf den haben wir auch nochmal 30%. Sowie auf den Douglas Vamos. Und dann noch auf das Taxi. Das gibt es bei Wallstock zu kaufen. Und da haben wir diese Woche auch 30% drauf. Da müsst ihr aber bitte beachten, dass oder das Taxi könnt ihr euch nicht in eure Garage stellen, sondern müsst immer Pegasus dazu anrufen. Und das finde ich eigentlich echt immer ein bisschen nervig. Also ihr könnt es auch gar nicht tunen und so. Das ist echt schade. So, jetzt haben wir hier beim Waffentransporter, beim Gun Van noch ein paar Sachen im Angebot. Einmal auf den Elektroschocker gibt es 30% Rabatt drauf und dann auf den Schlagstock. Der Elektroschocker ist eigentlich soweit ganz cool, da 30% drauf zu haben. Das lohnt sich, denke ich schon. Ja, Leute, das war's dann auch mit der kompletten Eventwoche. Wenn ihr noch kein LSD-Labor habt, dann holt euch unbedingt diese Woche eins. Und ich finde die Verdienstmöglichkeiten diese Woche echt mega gut. Da wir da echt auf die verschiedensten Sachen haben. Ein paar Sachen halt vom Los Santos Dog Wars DLC, dann die Taxifahrten, die kann man auch ab und zu machen und dann noch im Gegnermodus. Also ich denke, das ist eine echt ganz gute Eventwoche. Könnt ihr mal eure Meinung zu der Eventwoche in die Kommentare schreiben, findet ihr die schlecht, mittel oder gut, das würde mich interessieren. Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen und wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao Leute!